Im folgenden Video zeige ich euch die Kininger Falle im Budapester Gambit. Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Nach welchen Zügen entsteht das Budapester Gambit? Eine seltene Eröffnung. Es entsteht nach D4, Springer F6, C4 und jetzt E5. Schwarz bietet hier ein Bauernopfer an, greift allerdings auch den Bauern D4 an. Die Idee ist, man lädt Weiß dazu ein, diesen Bauern zu schlagen. Man sollte als Weißer diesen Bauern auch annehmen. D schlicht E5. Man hat erstmal einen Bauern mehr und greift hier den Springer an. Schwarz spielt jetzt hier Springer G4. Greift den Bauern E5 auf diese Art und Weise an und möchte den Bauern zurückgewinnen. Natürlich kostet das Ganze ein bisschen Zeit für Schwarz, weil man zieht jetzt schon zum zweiten Mal den Springer. Es geht hier weiter mit Läufer F4 in dieser Variante. Auf diesem Kanal habe ich schon eine Partie zum Budapester Gambit gezeigt. Wie gesagt, eine seltene Eröffnung und eine sehr riskante. Springer F3 habe ich damals gezeigt. Läufer C5, E3. Und zwar die Partie zwischen Jorge Corri und Alireza Firuzia. Aus ihrem Match in Hochewen 2019. Das war die Partie Nummer 6. Ich glaube, damals hatte ich mehrere Partien gezeigt, denn es waren wirklich einige richtig, richtig geile Partien zwischen den beiden Spielern in diesem Match. Gehen wir zurück. Man kann aber auch mit Weiß die Läufer F4 spielen. Ein total logischer Zug, deckt den Bauern. Springer C6 greift den Bauern an, wieder. Springer F3 deckt den Bauern auf E5 wieder. Es dreht sich alles um diesen Bauern, wie ihr seht. Schwarz setzt die Entwicklung fort, Läufer B4 Schach. Weiß blockt das Schach ab mit Springer BD2. Es geht weiter mit Dame E7. Schwarz greift schon wieder diesen Bauern an auf E5. Hier gibt es zwei logische Züge. Also den Bauern auf E5, den wird Schwarz sowieso wiederbekommen. Es geht jetzt nur darum, unter welchen Bedingungen. Weiß kann jetzt hier E3 spielen. Das ist ein vernünftiger Zug. Man kann aber auch A3 spielen, was hier der Fall ist in dieser Variante. Greift den Läufer an. Aber Schwarz muss diesen Läufer nicht wegziehen erstmal. Er kann, ja was kann er denn? Er kann erstmal den Bauern auf E5 nehmen. Springer schlicht E5. Mit dem G-Springer. Springer G schlicht E5. Und hier stellt Schwarz eine böse Falle auf. Wie sollte Weiß jetzt hier reagieren? Die Falle schnappt zu, wenn Weiß hier gierig ist und den Läufer nimmt. A schlicht B4. Denn dann folgt Springer D3 Schach und Matt sogar. Denn der Bauer auf E2 ist gefesselt. Weiß kann den Springer nicht schlagen und es ist Schachmatt. Erinnert so ein bisschen auch an die Blackburn-Falle, oder? Ja, ihr meint, das kommt selten vor. Na, gar nicht. Es gibt so in der Datenbank ungefähr 80 Partien, in denen das schon vorgekommen ist. Und auf Lichess schon über 2000 Mal, dass dieses Matt vorgekommen ist. So, wie sollten wir hier an dieser Stelle nach 7. Springer G schlicht E5 besser spielen mit Weiß? Ganz einfach. Man spielt Springer schlicht E5, Springer schlicht E5 und jetzt einfach weiterentwickeln. E3. Man darf ja den Läufer auf B4 nicht nehmen, denn es droht ja Springer D3 Matt. So, hier muss Schwarz jetzt den Läufer wegziehen von B4. Um keine Zeit zu verlieren, sollte er auf D2 nehmen. Dame schlicht D2. Und nach D6, Läufer E2, kurze Rochade, entsteht eine Stellung, die als leicht besser gilt für Weiß. Der Grund ist, er hat das Läuferpaar, hat hier einen schönen Bauern im Zentrum, verfügt über diesen Plan mit B4 und eventuell C5 hier. Das ist ein ganz typischer Plan. Gut, aber die Stellung ist jetzt nicht hoffnungslos für Schwarz. Ne? Kann natürlich hier weiterspielen. Wir spielen eine Partie Schach. Das war also die Kininger Falle. Kininger Falle, benannt nach einem deutschen Schachspieler, Georg Kininger, der so Mitte des 20. Jahrhunderts ein sehr starker deutscher Schachspieler war, in den 30er, 40er Jahren hauptsächlich. Ja, ich hoffe, die kleine Falle hat euch gefallen. Falls ihr hin und wieder das Budapester Gambit anwenden wollt, ist riskant, weil Schwarz seine Entwicklung vernachlässigt, gilt in der Theorie als etwas besser für Weiß. Aber, wenn man natürlich mit so einer Falle glänzen kann, wer weiß, vielleicht tappt auch jemand,
gegen euch herein. Und falls ihr weitere schöne Fallen euch anschauen möchtet, dann schaut einfach mal in meine Playlist hier. Dort habe ich zahlreiche weitere Videos mit Eröffnungsfallen parat. Vielen Dank fürs Zuschauen.